So, what's up, guys? Mr. Bobby here. I thought myself I will stream today at 17 o'clock. This is the stream from the weekly stream part, so yes, I just changed the description, the title. I'm almost rank 61, so I want to first get to that rank. I will start with some FFA and maybe after I will do like a private room. So free for all. Round start. So, I hate this map, like every time. Let's give it a shot. One second, I must do something here. So. Lol. Shizzy. I'm like playing very bad today. I got up and I saw that I'm playing bad. I played some FFA before and stuff. I was like what's the name? I was like playing because I got like 2 hours of VIP, but it didn't bring nothing because it was the server start and stuff. No one was like online, so the VIP didn't bring anything. Because of that, I'm not right now level up. Oh my god, all these hardscoping guys. So I thought myself I will like end to play, and I'm coming online when I must live stream. Dude! All camping snipers. My goodness. Come on, slide. Okay, you piss me off, I piss you off. Then I was like, I got up and stuff like that, but the VIP didn't bring anything because it was about. I had no school today, by the way, if you like wondering why wasn't I at school and stuff like that. I had no school, so I got up at 8 o'clock morning. I was like, dude, this is so cancer room, fuck off. I was like, I get up and stuff. And then I said myself, I will play. I got the Air Force CQB because I got to rank 1. And then I got some Anubis boxes and stuff. I got like VIP for 2 hours, but it didn't bring anything because. As I said you,
It was the server maintenance and yes. No one was online at 8 o'clock, and because of that, what was kinda server maintenance after, and I remain with 1% to go. But I hope I will do this 1% today. I need about, I think, 3000 XP or something like that. Ich kann auch Deutsch sprechen, wenn du willst, also das ist kein Problem. Die Sache ist, ich spreche allgemein Englisch, aber wenn jemand im Chat Deutsch schreibt oder so, ich spreche auch Deutsch. Das ist kein Problem mit Deutsch oder so, weil viele halt sind von Deutschland, kommen in mein Dings rein, in mein Stream rein und dann schreiben Deutsch, weil die wissen, dass ich Deutsch kann und ich antworte die auf Deutsch. Also das ist auch kein Problem. Die Sache ist, ich sage auch allgemein, weil nur Deutsch ist auch schwer, also halt. Vielleicht bleibe ich doch Sniper. Hoppa. Mann. Also wenn du Fragen oder so hast, kannst du gerne Deutsch fragen. Das ist kein Problem. Ich hasse Sniper. Und wie geht's dir so, Simon Böhmer? Eigentlich ist das erste Mal, wenn ich dich in meinem Stream sehe, wenn ich mir gut erinnern kann. Ich hab dich noch nicht, oder hast du einfach nicht in Stream geschrieben? Stimmt das, dass du bis jetzt nicht in meinem Stream geschrieben hast? Ehrlich zu sein, ich hasse Sniper zu spielen. Einmal dabei, aber hast du irgendwas in Chat geschrieben, weil ich kann mir nicht erinnern. Spielst du auch Warface? Ich wusste, dass er von da kommt. Das ist immer so, wenn man in eine Seite Harz kommt. Was hat der Nightbot gerade? Nur Rang 41. Wie lange spielst du? Also so ungefähr. Der Nightbot ist ein bisschen dumm, lass ihm so. Ich habe noch nicht alles, wie heißt das, gemacht und so bei der Nightbot, und deswegen ist immer, wenn man irgendwas so sagt, dann macht immer auf dumm. What? Wer? Wo, wo, wo?
weil die schön ist. Also ich hasse halt sozusagen Sniper in FFA zu spielen. Ich liebe allgemein Sniper nicht so, aber ich liebe den TWM. TWM ist eigentlich meine Lieblingswaffe, aber die Sache ist, ich hasse Sniper, weil nicht weil ich die nicht spielen kann, sondern weil gibt viele, die das gar nicht spielen können und deswegen einfach nur am Hardscopen, weißt du? Dreiviertel Jahr, nice. Lol. Also ich habe nur irgendwas gegen Snipers, die Hardscopen. Weil gibt Snipers, die kommen in FFA, stehen in einer Ecke und dann einfach die ganze... Zum Beispiel wie dieser Medic. Er steht in die Ecke und hardscopt. Mit seiner OP-Waffe. Ja, ich hatte kein Glück. Ich habe versucht, die zu ziehen. Ich habe ungefähr 1 Million reingesteckt, alles klar. Ich habe ungefähr 1 Million reingesteckt, aber ich habe die nicht gezogen. Und dann, naja, ich habe die normale. Die normale habe ich in Action House gekauft, wenn du das noch kennst. Also damals war so genannte Action House. Und dann habe ich da, ich glaube, ich habe die mit 400, 500 gekauft. Ich will nicht lügen, ich weiß selber nicht genau. Lol, er hat mich hinter Wand geholt. Ja, alles klar. Das ist ein Grund, warum ich Warface hasse. Ich habe nie Glück bei Kisten. Ich habe viele Waffen einfach von Action House gekauft, ehrlich zu sein. Ja, guck, beste Sniper EU. Er zieht direkt Pistol. Ich will einfach Rank Up machen, weil ich habe 2 Wochen gebraucht, um jetzt auf 99% zu kommen. Ich bin bald Rank. Hey lol. Hey, wie habe ich ihm gef. Was? Hä? Ich habe ihn doch gehittet. Also, ich habe 2 Wochen gebraucht, um 99% zu machen. Ja, die Sache ist, ich pay so viel, ich habe so viel in den Spiel rein, also nicht so viel, aber ich habe genug reingepayt und trotzdem habe ich paar Waffen nicht, die eigentlich Standard sind, zum Beispiel wie Denfield und so, die habe ich nicht. Aber Waffen, die ich brauche und die ich sehr wollte, habe ich. Die habe ich einfach gekauft, so wie zum Beispiel den Skin. Den Skin wollte ich eigentlich ESL spielen, damit ich den Skin gewinne, aber danach kamen die Skins in, wie heißt das, in Dings rein und dann dachte ich mir, warum soll ich jetzt ESL spielen, wenn sowieso ich den Skin kaufen kann, und ich habe mir einfach gekauft. Also den Skin liebe ich sehr. Also die Hexagon-Skins sind meine Lieblingsskins von ganzer Warface. Oh mein Gott, von hinten. Viele Slide-Profis heutzutage in Warface unterwegs. Lol, sowas von vermisst. Ja, ist jetzt egal sowieso, also viele haben einfach diese Glück, ich nicht. Ich hatte noch nie Glück in Kisten. Alles was ich ziehen wollte, brauchte ich ungefähr 20.000 oder sowas.
Zum Beispiel bei die normale goldene TWM habe ich 100.000 reingesteckt, bei den goldenen Eagle Eye habe ich ungefähr 100.000. Ich habe bei vielen Waffen Dings die ganze Zeit so Geld reingesteckt. Also, wenn du jetzt siehst, ich habe wieder 22.000. Ich hatte eigentlich da viel mehr, aber ich versuche die ganze Zeit, diese scheiß goldene Waffe zu ziehen. Ich habe die normale schon wie viel mal? Warte kurz. Ich habe die schon 395, aber ich habe die mehr benutzt. Also, ich habe die fast jedes Mal benutzt und so weiter. Die Eagle Eye. Habe ich die nur noch, warte, ich habe die nur noch 292, aber ich hatte die 500 und so. Also ganz viel. Ich habe ganz viele Waffen doppelt und so weiter. Eigentlich, ich wollte mir diese Waffe kaufen. Ich glaube, ist nicht mehr drin. Doch hier. Aber die hatte ich auch kein Glück. Da habe ich mir gesagt, ich kaufe keine goldene Waffe mehr. Cheetah 604 glaube ich nicht. Also, ich hatte keine Cheetah in meinem FA. Und eigentlich mein FA ist immer sozusagen geblockt, also keiner kann mich einfach so mit Adden spammen, außer wenn ich im Adden will oder so. Ja. Ich habe die goldene bei Dings gezogen, wir waren so mit Freunden. Einzige Waffe zum Beispiel, die ich mit einer Kiste gezogen habe, war wie heißt die nochmal? R16. Die habe ich so. Ich war mit Freunden. Wir waren am Zocken. Dann habe ich zu einem Freund gesagt: Okay, jetzt ziehe ich eine Waffe von einer Kiste. Die sagen so: Das stimmt nicht. Dann habe ich halt R16 gezogen. Das war voll episch. Aber damals habe ich noch nicht Videos gemacht. Vielleicht haben wir in FFA zusammengezockt oder so. Also halt, dieser Eagle Eye war auch so. Ich war mit Freunden in Teamspeak und habe ich gesagt, okay, jetzt kriege ich die goldene. Und dann habe ich die gekriegt in zweiter Kiste, glaube war das. Oder nein, ich habe ein Video hochgeladen, wie ich die goldene gekriegt habe. Lol. Ja, R16 mag ich auch, aber Lieblingswaffe würde ich nicht sagen, obwohl ich die 25.000 Kills damit habe. Die 25.000 Kills damit habe ich halt alles im PvP gemacht. Ich spiele kein PvE. Aber dann habe ich halt. Meine Lieblingswaffe bleibt immer noch TWM. Ich weiß selber nicht warum. Also einfach mit dem Skin und so sieht mega geil aus. So wenn man das rauspackt, aber ich liebe 5-facher Zoom sowieso. Was? Lol. Ich kann dir den Abzeichen zeigen. Das war alles im PvP, also keine PvE. Und ich habe fast mit TWM die 10.000, obwohl ich sehr, sehr selten Sniper spiele. Und dann habe ich mit AK schon die 10.000, ich habe sogar mehr als 10.000. Dann habe ich, glaube mit Arga die 10.000. Ich aime immer auf Kopf, weißt du, deswegen hasse ich mit Sniper zu spielen, weil ich bin immer so, ich habe immer diese Crosshair Placement. Vielleicht kennst du das. Ich bin immer mit den Crosshair auf so ein Kopflevel und mit Sniper. Soll man nicht eigentlich.
Ja, mit C-Scout habe ich schon 6000. Wie ich gesagt habe, ich habe alle Waffen, die ich möchte und so weiter. Also, obwohl ich selten Sniper spiele, ich habe einer von besten Snipers. Oh mein Gott, der Nightbot ist wieder dumm. Ich muss da irgendwas einstellen, aber ich hatte noch keine Zeit. Also ich habe zum Beispiel einzige Waffe, was ich möchte und ich nicht habe, ist Denfield und ARX. Bei dem hatte ich kein Glück. Lo, das war schlau. Traden wird das nicht so sein. Also Traden wird so sein durch zum Beispiel, du kriegst eine Waffe durch Kotz und so weiter. Und die Waffen kannst du traden. Also die Waffen, was du gerade jetzt hast, kannst du nicht traden. Bei die Events-Waffen, was du kriegst oder von Kotz oder sowas, nur die kannst du traden. Zum Beispiel, wie jetzt kommt diese Metasom, diese neue WX-Metasom-Kiste. Wenn du diese eine Ticket kriegst für die Waffe zu Dings kaufen, dann kannst du die traden. Besorgen was nochmal? Also welche Waffe meinst du? Die Sache ist, weil ich nicht so viel Glück in Warface habe bei Kisten und so, ich bin nicht mehr so viel Credits rein. Früher habe ich immer über keine Ahnung wie viel 1000 Credits und so rein gepaid. What? Was war das gerade? Also früher habe ich immer so immer fast jeder Monat 1000, 2000 Credits. Ja, ich weiß, das ist nicht viel, aber naja. Für ein Free-to-Play-Shooter ist das viel, sozusagen. Und jetzt mache ich nicht mehr. Jetzt habe ich nur noch, wenn die Hexagon-Skins reinkamen, habe ich noch 15 Euro reingemacht. Weil ich wollte nur den R16 und TWM, weil wenn dieser andere Skin rauskommt, also wenn... Vielleicht kommt dieser neue Skin, also vielleicht kommt die Tournament Skin für AY-Pistole und dann habe ich gesagt, warum soll ich Hexagon für AY-Pistole nehmen, wenn sowieso... ja, wenn du die in Boxen kriegst und kriegst so mit Code oder sowas, dann kannst du mit mir traden, aber sonst nicht. Also glaube ich zumindest, so war mir erzählt, also ein Dude von Exception hat das gesagt. Dass man nur so traden kann. Lol, habe ich aber viel gebraucht in der Zoom. Eirix und Denfield habe ich selber die ganze Zeit probiert zu kriegen, aber naja. Ein Predator hat nicht viel Glück. Ne, ne, ein Mr. Bobby. Predator ist nur mein Warface-Nickname. Ich hasse, dass AY-Pistole 90er Hit gibt auf Kopf. Die haben das gemacht, also eigentlich war immer 100er Hit auf Kopf, aber Warface hat das geändert. Und seitdem ist nicht mehr schön. Oh mein Gott. Gott. Was bei Gott das war. Warum immer Pistole, ey? Ja, das stimmt.
Ich will auch meinen Namen eigentlich wechseln. Aber diese Wechseln-Feature ist noch nicht da, also ich kann meinen Namen noch nicht wechseln. Ich habe mir ein paar Namen. Hä? Hey! Ich habe mir ein paar Namen ausgedacht. Warum habe ich das verfehlt so hart? Ich habe mir ein paar Namen ausgedacht. Halt, ich habe halt Designer-Video gemacht, wo ich gesagt habe, warum ich Predator bin und so weiter. Wenn du willst, kannst du angucken. Und ich will halt meinen Namen wechseln, weil ich diesen Namen nicht so geil finde. Und ich warte halt auf diese Feature, um Namen zu wechseln. Ja, ich kenne ihn. Ich war bei ihm im Clan. Wir waren gute Freunde. Wir waren in zwei Clans sogar zusammen. Aber seit dieser einer, wie heißt er nochmal, in Gear Warface Master geworden ist, bin ich rausgegangen. Ich war sogar Offizier bei Gear Warface. Gear Forces, sorry. Lol, das war nice. Aber jetzt habe ich halt sozusagen meine eigene Clan mit einem sehr guten Freund von mir. Sein Name ist Cray. Er ist sehr, sehr guter Spieler. Ich habe einen Clan mit ihm. Eigentlich, er hat diesen Titel als Master, aber wir sind beide Master. Und in dem Clan... Of course, Red. Oh mein Gott. Und ihm, also wir sind halt halt gute Freunde und deswegen haben wir beide. Ich habe Offizier, er hat Master. Wir haben uns so verstanden, aber eigentlich sind beide Master. Beide, wir beide sagen, wer rein kann und wer raus und so weiter, weißt du? Ja, man kann das, also ich kann jetzt noch nicht und deswegen warte ich auf den Feature, wo man bezahlt, um den Namen zu wechseln. Ich hoffe, die kommt bald, weil ich hasse, also halt meinen Namen, jeder dachte, dass ich halt Russe bin und so weiter. Vielleicht kennst du mich, ich war in den Clan als Offizier. Ich war sogar erster Platz im Clan, glaube ich, für lange Zeit, aber danach hatte ich 6 Monate Pause von Warface und von den ganzen Clan, weil Schule und so weiter, ich hasse den Map, Schule und so weiter und dann kam dieser eine neue Dude als Master, dann hat er mir Offizier genommen, hat mit mir die ganze Zeit scheiß geredet, weil erst einmal dachte er, dass ich Aimbot habe oder Makros und so und möchte, er machte mich nicht und dann hatte ich mit ihm Stress und dann bin ich rausgegangen. Ich habe gesagt, ich will nicht mit Idioten in einem Clan sein. Also nicht in einem Clan, wo ein Idiot der Master ist. Ich habe nichts gegen Jeff Warface, weil er ein sehr netter Dude war und so weiter. Wir waren immer am Witze machen und so, weißt du. Aber die Zeiten sind weg. Oh mein Gott. Du meinst meinen Namen? Also viele denken, dass ich Russe bin und so weiter, weil halt die Striche und alles auf Capt, weißt du? Alles auf Capt und so weiter. War irgendwas mit P, glaube. Wer ist gerade der Master von Gear Warfare, Gear Forces? Also ich glaube, er war damals irgendwas mit Rang 63 oder so. Er war irgendwas mit P, wenn ich mir noch gut erinnern kann, aber er war ein Vollidiot. Also halt, Gear Warface hat ihm Master gegeben, weil er nicht mehr Master wollte. Und dann hatten wir Stress, weil er dachte die ganze Zeit, dass ich Aimbot und dass ich Makros habe. Also eigentlich, ich bin der Meinung, dass mein Name, also Predator, ist nicht so cool.
Wow, Mr. Sliding ist nicht so cool, weil, naja, weiß ich nicht, ist ging mehr so nach russischer Name, weißt du, und jeder sagt, dass ich scheiß Russ und so bin. Oh mein Gott. Heutzutage jeder tryhardet mit Sliden im FFA, um den scheiß Achievement zu kriegen. Nicht heute, mein Freund. Also, ich glaube ja, mit P oder so. Ich weiß selber nicht mehr. Wer ist gerade der Anführer von Jer Forces? Ich weiß, dass er damals in Gern was mit Level 63 oder sowas war. Also das war irgendwann in Dezember, glaube, wenn ich rausgegangen bin. Dezember oder Oktober, einer von beiden. Viele haben schon die neue Inji-Waffe, ey. Ich hasse diese Map so hart. Komm rein, Dankeschön. Hey, warte, kann man da durchschießen? Lol, ja. Haha. Das wusste ich nicht. Ja, gerade ist dann German Warface, aber damals, frag mal German Warface, wie hieß Designer, du der Anführer war, wenn ich rausgegangen bin. Also wenn er jetzt online ist, frag ihn mal. Warte, ja, vielleicht ist er gerade Offizier noch, aber German Warface, wenn ich rausgegangen bin, hat den Master, also Anführer, zu einem Dude gegeben. Weil keine Ahnung was für Gründe und so weiter. Ich glaube, das war nur nicht permanent. Er hat einfach nur für ein paar Tage oder so vielleicht gegeben, aber diese wegen Designer Master bin ich rausgegangen, weil er voll Idiot war. Ein Vollidiot. Lol. Sache ist, ich kann mich nicht auf zwei Dinge konzentrieren, weil ich muss immer meinen Kopf auf 20 Grad drehen, um den Monitor zu sehen. Also zweiter Monitor. Oh mein Gott, dieser tut recht jetzt so auf. Ich habe das Gefühl, dass die Waffe ein bisschen zu OP ist. Ja, wenn du Zeit hast, du musst nicht jetzt. Ich habe nur so gesagt, frag ihn mal und dann weißt du, wer das war. Ich weiß selber nicht mehr, also das war Zeiten, ich habe das vergessen, weil dann bin ich halt von Clan rausgegangen und ich war nochmal ungefähr eine Woche oder sowas noch inaktiv vom Warface. Wegen Schule und so weiter hatte ich keine Zeit. Aber dieser neue Anführer hat das nicht verstanden und hat mir Offizier genommen und alles. Und dann wegen ihm bin ich von Dings rausgegangen. Weil er hat auf cool getan, weißt du. Lol. Ja, es gilt.
Das ist ein Grund, warum ich den Map hasse. Wenn sind zu wenige Leute, dann campen alle. Das ist so kacke. Keiner mag diese Map, aber Warface hat das reingetan. Ja, das gibt manchmal. Manchmal, wenn ich streame, ich habe nicht so gute Hits, als wenn ich recorde oder wenn ich. Also, ich habe das gemerkt, wenn ich Warface streame, obwohl ich eine halb Giga Internet habe, also eine halb Gigabyte Internet-Konnektion. Wenn ich so Warface streame, dann irgendwie fressen die Leute viel mehr. Und bei meinen Videos, also wenn ich nicht streame, einfach nur recorde, dann töte ich viel schneller. Also ich lege nicht zum Beispiel, weil ich habe gerade bei 300, 400 FPS, aber halt Konnektion zu Warface ist schlecht. Und die wollen das mit dieser eine Scheiße fixen, was die heute implementiert haben. Wie ich gesagt habe, ich weiß selber nicht, er ist für ein paar Tage vielleicht nur Master geworden, weil German Warface vielleicht hat irgendwas zu machen, aber ich habe fast gar nichts davon mitbekommen, nur wenn ich zurückgekommen bin in Warface, habe ich gesehen, dass er Master ist und so. Der Typ hat mich die ganze Zeit, also bevor er in unsere Clan kam, also bevor er in German Forces kam und alles, er hat mich die ganze Zeit beleidigt als Aimbotter und als Macro-User und so. Dann er ist Master geworden. Wir hatten so ein WhatsApp-Chat und so, WhatsApp-Gruppe, hat mir geschrieben, warum bin ich Offizier und so, ich habe das nicht verdient, weil ich scheiße, bla bla bla, ich bin nie online und so. Und habe ich ihm gesagt, was juckt dich das, Jer Warface weiß, warum ich nicht hier bin gerade und so weiter. Hat gesagt, ha, was juckt mich das, ich bin gerade der Anführer und so weiter und bla bla bla, habe ich gesagt, alles klar. Seit wann macht German Warface so einen Spaß als Anführer und so? Da habe ich German Warface gefragt, hat er gesagt, ja, er ist jetzt Anführer und so. Dann habe ich gesagt, okay, dann bedeutet, ich kann jetzt gehen oder was? Und ich bin einfach gegangen. Ich hatte keinen Bock auf ihn, weil er ein Idiot ist, ein Vollidiot. Oh mein Gott, der kommt gerade da. Aber das waren alte Zeiten. Jetzt habe ich Designer-Clan mit meinen Freunden. Also sehr gute Freunde halt. Ich fühle mich wohl hier. Also wir haben auch ein paar Regeln reingetan, dass was für Leute nur reinkommen können und so weiter, damit wir keine Kiddies mehr im Clan haben, weil wir hatten früher Kiddies im Clan, die 12 waren oder so, die ganze Zeit mit Hochstimme, weißt du. Ich hasse das so hart, wenn jemand zockt, die kommen halt in Teamspeak und die ganze Zeit nur mit dieser Hochstimme nur Scheiß labern und so, weißt du. Also nichts gegen kleine Kinder, aber gibt manche im Warface, die sind, kennst du das, wenn man sagt Toxic Gamer? Also manche sind toxic. Und das regt mich sehr auf, wenn. Wenn die Kinder sind toxisch. Oh mein Gott, dieser Typ regt hier so auf. Euer Discord habe ich nicht. Damals hatten wir Teamspeak. Dieser Dude will unbedingt Erster werden, ne? Ich habe ihn noch überholt, lol.
Haha. Hey, du bist ein Kiddy, wie alt bist du denn? Also, ich meine nicht. Hä, lol, warum ist der Rest da, wenn ich ihn überholt habe? Alles klar. Also, ich meine, gibt manche, vielleicht kennst du Outlander oder so oder Designer Sick. So gibt so einen Dude, der heißt Sick. Wenn du mit dem in Dings gehst, also mit dieser Kinder in Teamspeak oder so, die ganze Zeit, weißt du, und das recht voll auf. Und die ganze Zeit nur am Ragen, weißt du, das ist halt, was nicht so cool ist. Also während Zocken, ich habe kein Problem, wenn man Hochstimme hat, aber wenn man während Zocken die ganze Zeit voll labert und so, das regt auf. Geh mal alleine. Lol. Ist der Warface noch aktiv? Man sieht, dass er noch so Videos und sowas macht, aber ich habe ihn schon lange in Casual Lobbys nicht gesehen. Relativ. Foxon. Ja, eigentlich Clan-Punkte juckt gar keiner. Ich habe gerade, ich bin in Clan seit wann? Ich bin seit 26.05.2017. Ich habe nur 55.000. Bei uns juckt die Clan-Punkte eigentlich gar nicht. Hauptsache, dass wir spielen, was wir wollen, so weiter. Wir machen auch viel CW und so, aber naja. Damals, wenn ich bei German Warface, also GL Forces war, habe ich in einem Monat 1 Million Clan-Punkte gemacht. Also damals habe ich richtig, richtig, richtig viel gesuchtet. Ich war sozusagen 24/7 nur am Warface suchten. Connected. Channel switched. Hallo. Free for all. Round start. Lol. Als ob was. Also Design Millionen und so weiter, du kannst Dings fragen, du kannst Jer Warface fragen. Er kann das, wie heißt das? Bestimmt. Ja, alles klar, er spawnt einfach hinter mir.
Ja. Das war 1 Million. Und das alles durch CW und so weiter. Also keine 100.000, sondern 1 Million. Ein glatte Million. Oder sogar mehr manchmal. Was? Oh mein Gott. Also naja, das waren die alten Zeiten. Jetzt bin ich nicht mehr so am Suchten. Hallo, habe ich vergessen. Guck, er hat die goldene. Warum? Ja, Durchwand. Ja, ich habe auch Schule, ich hatte auch Schule, aber trotzdem habe ich nach Schule die ganze Zeit nur gezockt und so. Wie war richtiger Suchti. Wie ich das hasse, wenn voll mit Medics, Und ich habe immer noch Schule, also heute nicht, heute hatte ich keine Schule. Ich habe am Morgen, dann habe ich. Dankeschön. Also heute hatte ich keine Schule, also hier in meinem Bundesland war heute frei. Ja, die payen auch richtig viel rein. Ich habe aufgehört rein zu payen, wenn ich gesehen habe, dass ich sowieso nichts kriege. Mann, diese Medics regen so auf. Ja, Mann. Willst mich verarschen? Also, meinst du Bundesland oder was ich für eine Nationalität bin? Hä? Also ich bin Ungarer und ich lebe gerade in Nordrhein-Westfalen. Viele denken aber, dass ich Russe oder Ukrainer bin. Also ich kann halt 5 Sprachen und naja. Wenn dich interessiert, ich lerne gerade technische Produktdesigner, also hier in Deutschland. Und ich habe Deutsch in 2 Jahren gelernt, also seit ich in Deutschland bin, habe ich das gelernt. Warum schluckt er so viel? Ja, viele wohnen da. Mann, können diese Medics nicht aufhören? Das recht langsam so auf, ey. Danke, danke. Ja, wo kämpft jetzt dem? Da oben, alles klar. Scheißrunden.
Ich habe mir mal Chips geholt. Alter, wie viel braucht man noch diese 1%? Schon 4 Spieler und immer noch nicht. Warum ist die Pizza ein Clan? Motel, das liebe ich. Dankeschön. Ja, das ist gesuchtet. Wow, bester Hit-Rack. Und vielleicht kennst du Snake von Midnight Gamers. Er hat sogar mehr in einem Monat gemacht. Er hat über 1 Million. Er hat jeden Tag nur CW gespielt, sozusagen. Warum muss man so tryharden, ey? Idiot. Ja, er hat mehr als... War einmal so eine Challenge, hat Dings gemacht. Wer am meisten Clan-Punkte macht in einem Monat und... Snake hat 1 Million irgendwas und ich habe 1 Million gemacht. Ein bisschen mehr als 1 Million, aber Snake hat 1 Million und noch irgendwas. Ich glaube, das war 1.300.000. Ich war auf dem Server, ich habe nicht gespielt. Ich mach bei Nächste mit. Nice. Ja, eine sehr gute Team sogar. Zwei Jahre. Also ich bin seit 2 Jahren in Deutschland.
Also ein Jahr und irgendwie fast 2 Jahre, ne, doch, 2 Jahre schon. Alter, diese Map ist so ein Cancer. Das ist Warface. Man hittet jemand, aber connected nicht. Ciao. User joined your channel. Hello. Hi. Hi, man. Sorry you didn't come on. I went out with friends after. I went to go and get someone to eat and then we just... You delete me from your friend list. I haven't. Yes, you did. On what? Warface friend list. Let me have a look. You delete me. I've not deleted anybody. Honestly. Why I don't have you then?
I don't know, it's probably a book. Wait there. If I log online, I'll probably come on your friends list. It's a book. Oh, there's an update. Oh, is this the big game update? Mm-hmm. Oh, the new weapon? Mm-hmm. Oh, wait, I'm just downloading it. Five boxes on there. Really? Really, really. Oh, you're so lucky, man. Holy crap, nice. No. Do you want to come back in the clan? Where? I've got my own clan. I made it. What? I've got my own clan now. It's your own clan. Yeah, I made it. Epsilon. Like our team name. Why you don't come back in the clan? Only the ESL team should be like the clan name, like Epsilon. No, it shouldn't. Yes. It doesn't have to. It have to. I'm playing Storm. Because oh, you yeah, like... The season ended, by the way, as well. Yes. Oh, clan challenge as well. You like... You will like take... what's the name? You will like take people in your clan and then they will be like, oh, we are the Epsilon clan and we make like a ESL team named Epsilon, you know? That's not good for our clan. We participate in the clan challenge, by the way, just in case. It was the clan challenge, but we were not in any place, I don't know why. Maybe because there were many dudes who lived. Come back in our clan, it's better now, we have better players. Oh no. Yes, you know. Your clan just likes to play free-for-all, and I want a clan that likes to play competitively only, like a competitive clan only. We played yesterday the wall, they like stuff like, what's the name, Plan the Bomb with, against... No, that's one day, Nah. Like, I need to see it happening consistently. Everyone likes to play ranked and, what's the name? From the clan. The oh, thing no, is, when I was in it, they all I seen was free-for-all. No, the thing free-for-all is, they want to do like an achievement for that wolf, you know, 250 times free-for-all, and because of that, they play every time before Plant the Bomb free-for-all. But if you ask them, like, come, we play right now. What's the name? Come to play with. With us right now, oh my god, I can't even speak English. Come play with us right now, Plan the Bomb or stuff like that, they come. It's not the problem. You can ask Intact. But every clan plays like a bit of free for all, so. Yeah, no, but not every single day for like 5 hours straight. No one is playing for 5 hours straight, only when no one is online. Last time there was Ice and Momenka and a few other people. Momenka is Momenka is almost the only free for all and ranked dude, so don't expect something else. But and other people as well. The clan, I always see him on free for all. The problem is, they come online, no one is online, and they then go free for all, you know? And then the others come online and the others see them like in free for all. For example, me now. Almost no one is online. I'm playing right now free for all because I don't want to play casual with fucking noobs. I lost 2 times today casual. The new movement out as well. What? The new movement. What movement? Movement. There's a new positioning and movement system. Oh, yes. But it feels very weird. And it's a new anti-teleport system, but it's only a test. So sometimes you get like no... Sometimes you get like no hits to the enemy. Because of this fucking system. The new boxes in there as well.
What? The new boxes. Yes, and the new, like, when you write in the chat, it has like a new font and stuff like that. But still, oh, it. The season's ended as well? Yes. But the game is. It feels just very weird now. I don't know, maybe it's only me. I'll have a chat now, I'll see what. And I still don't have you in my Warface friend list. I checked today two times. I'm not even on the game yet, mate. I was updating it. Maybe after the update or something like that. Because I had you in the friend list. I didn't delete you or something like that. By the way, I'm streaming right now, so just to don't be surprised. And who do you have in the clan right now? Just me. I collect like good competitive players. Lol, that teleport! My goodness. You know, they implement a new anti-teleport system, but the players teleport better right now. They are like not teleporting 1 centimeter, they are like teleporting 200 meters. Why am I playing so bad? Oh, Anubis is back. Who? Anubis. You know the mission? Yes. I love this. I hate every P4A mission. You see? It's like that. You love P4A, I love P4P, you know? No. Listen. I don't love EVE at all. I hate it. But the only reason is that Anubis I played ages ago when I first started playing the game. And yes. I liked it. It was so easy to farm. Who is? Huh? Hi, what's up? What up? I just shaved my. Your balls. No. I'm live streaming right now. Okay. No problem, bro. You still can talk shit. Okay. I hate all P4E missions. I just don't see a point because many. Say that, oh my god, you got her skill there and stuff like that. What skill you got her? Because the bots are like not moving. You are like shooting standing bots. You got her skill to shoot on standing bots or what? Oh, by the way, do you like my new channel image? I mean profile. Wait, let me take a look at it. Very beautiful. Oh. Oh, I've got the jade weapon, you know, first. I got it's really good. A jade. For the. What was it now? The Hex Auto Revolver. Oh, I got it for the Air Force CQB.
Oh, so I've got a nice background as well. The gold, gold background. What you got? I got the gold background. Gold weapon? No, you don't really do the challenge. Gold background. Oh, I have it too. Yeah. Alright, give me that for a bag. I got for 2 days VIP as well. No, 2 days, 2 hours, sorry. And I couldn't use it because it was this fucking shit update, you know what I mean. The server was down, so I couldn't get the VIP. I'm almost rank level up, so I want to do like level up right now and then play something else. Nice, you win a free for all. I need about 2000 to rank up. Oh my god. Are you online? Wait. I can't go because it's logging in like 4 hours. Go on and spend your money on Warface dollars on something shit. Plexi. Come with me, Blitz. Maybe I'll rank up after that. Flex? Wait, let me poke him. Invite me. Can't hear you. User disconnected from the channel. Oh my god. I tried to do blitz. Nice. Now I can go.
best team balance ever. Let's see if it works. Fix that bomb, fellas. Round start. Disable that bomb. Round start. Thank you.
in the round. The bomb was defused. Fix that bomb, fellas. Round start. No. Are you still here? Who? You. I'm not. Eating? Here. Yo. Guten Appetit. No, I'm not eating. Oh. I'm not here, I said that. I see you playing. Blitzen. Oh my goodness. Oh fuck, Angus. Who helped me? Who wanna play Storm? We lost the round. I hate enemy Storm. Eliminated our team. I'm too, because but I wanna defuse take bonus. I don't take bonus from what I round hate. Start. Many temper noobs, transsexual noobs with after. The casual is so stupid because you get every time in teams like that. One team is noob and one team is pro, you know? Yeah. My team is noobs. No. Yeah, my team is every time full with noobs. And then enemy team is every time full with pros. Like us. LOL! Enemy eliminated our team. Don't let him get our explosives, fellas. Round start. Did you see that? Yeah. A guy wrecked you guys. Did you see that how he lagged down? That guy didn't wreck anyone, he wrecked everyone. Enemy team eliminated. They suck. Yeah, I know that feeling. Thank you.
Man. Guard the explosive point. Round start. Lol, my macro is not working anymore with Warface. I mean my macro for writing in the chat, you know what I mean? For spamming my YouTube channel. No, no. YouTube channel. Oh, macro user, blah, blah. Enemy team eliminated. Keep them away from our explosive guys. Round start. Oh fuck, I wanna win this storm, fuck. Then win it. Okay. Oh fuck. What's the problem with it? Win it and it's done. Ah, my team noobs. Then carry. Yeah, we take first point. Nice. We win the round. Enemy team eliminated. Only for 3 minutes. Maybe we have a chance. Round start. Oh my goodness. Warface sucks. No, you suck. No, no. You lose? No. Everyone is leaving because of that. Warface sucks. Haha. I'm staying at the bomb because maybe someone wants to ninja defuse. Because my dumb teammates are going there. Dude. Swear to God. Lol. This is a good spot. Never see this. No. Looking like that. Nice. Round successful. Enemy team eliminated. What is it? Hotspots. What's the problem? Program. It was a good spot, I mean by blitz. You could see like the door. You show look in my stream. I'm playing now. You save stream on your channel? Yes, no? Yes. Okay. It saves automatically, no? It saves automatically, but I don't delete it or something like that. See it later. Okay. Oh fuck. Dude! How much should I play to get to that fucking level? Smasher from Garota? Wait, how much I need for rank up? Oh my goodness, I need I need almost 1000. Wait, I must watch why is my macro not working. So maybe now, let's see. No, it's Yay! Not. Maybe I win. Right, goodness. In Furious reported and banned. It's not working. Oh, okay. Let's spend some boxes. You will get it. Yes, you get it. Okay. Let's see if I get the gold one. You take? The ammo free? No. No. Boxes for the. What's the name? Gold FI. Fine. Depends on that.
Thanks you, thank you. Rank up. Wow, T27, I have it. Permanent. My goodness. At least I'm rank up. Let's see how it looks with the achievements. Oh, nice. GG. Wait. What the hell? Nice. Fuck, it's Arrow 3, it's fucking good weapon. Very good weapon. Yeah. Did you spend some money on it? Only 5 boxes. Only and? 300 credits and I take it weapon. Everyone is playing Anubis right now, what the fuck? Anubis? Yes, because there you can farm vendor points and P. Guys, maybe go for Ashaker or Anubis with me. I'm not Anubis. Going Anubis, I hate P4E. 3 minutes and I'm ended the game. And maybe go. Control. All. Control copy. Control V. Control F. Control F. Okay, it goes. Nice. Control F. Nice. Let's see. Why is my rank not showing up there? Lol. Buggy Warface. What should I play right now? Maybe make a private channel. Hangar? Guys, who take anyone's skins from the boxes for rating match? So going base, guys. Bye bye. Bye. You have been kicked. Lol, okay, nice. Oh lol, only sniper. Nice. Oh, nice.
every time these guys that can play only with the CS scout, you know. Didn't see him, lol. I'm ended. Go Anubis? Nope. No. I hate Anubis. I hate P4A. Ask Cray and stuff. They are like 100% going. What you playing? FFA only sniper. White speed. Ah, 3-4. You play only 3-4? No. I wait for Flex to be ready with his Anubis. What's his name? Flex is like Anubis right now. After that we go to play. What's the name? We go to play some Plant the Bomb. This match, destruction and domination are on. Domination is shit, team deathmatch boss. Why? Campers. Do you like campers? I hate the campers. Why? It's very nice people. Lord, that was very bad from me. I see your stream. Very, very good quality, isn't it? Yeah. Very good. No. You say many about Capital Tanker. Who is it? What? You say in stream about Capitan Panica. No, I didn't. Ah, who is it? You say? I wanted to noscope him. Didn't work out. YouTube Mr. Bob? Yeah? It's Bobby. Bobby, yeah. I pistol you because you stole my kill, so fuck your mom. No. I hate when someone is stealing my kill. You have a place in team? What? Oh, okay. I go to you. Okay. It's open or on the boats? Okay. I take S18D and kill with this person. No. No? No, you can't. You don't. You ma. Maybe I use katana? No. Don't use it, they will be mad. I'm joking. I'm good sniper. Or I think it. Only. You suck. No. Yes. Sniper. Okay, 0-0, I'm best. Good job. Very good job. Oh, gold. I wanna gold this weapon. That is so easy. Go plant the bomb? Maybe. Maybe yes, maybe no. I think no. I make my own room. So no. Team deathmatch.
Invade me. 1 second. Okay. So, and you are here. Okay. Ah, you. No, it's a bad idea. No snipers, no medics, no campers. What is he meaning with why you streaming on? I don't understand you. Repeat this. All know you. Mr. Bobby, you are star. They know that. No, he asked. Yeah, he asked you live streaming now. Okay. No, don't come, don't, thank you. Oh my goodness. Good player for you. No, good camper. No. Low ranks, very good player. It's a very, 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 very good camper. Maybe searching fast game? Nah, just wait. The because people will come. Oh, Henry, thank you for subscribing. Lo. Thank you very much. Okay, and Henry. We wait. Ready, steady, go. No, wait. Wait until they come. You have. Oh, okay. I have good teammate, and they leave us. Just wait. I'm sleeping now. Tramp. Oh my goodness. User joined your channel. Is he bad? Hello. Hey, what's up? Hello. How are you? I'm good. Okay. Actually, every time when I do like the live stream room, it's full almost instantly, and now it's so slow. Just paste the link because I must clickbait. Maybe take some tryharders. It's more funny. Go. Okay, come on, let's go. Let's go. No, I don't want to cram in my team. He have very low KD. Who? Tramp. Wow, and look at my team.
Very, very nice, isn't it? But you are very cool player. Eliminate the enemy team. I'm not good. I suck. Round start. Okay, let's do this. Okay, I go to kill Suck. Suka bleat, oh wow. It's Russian maybe, yeah? He's not Russian. Yeah. He just wants to do like a Russian guy. Oh fuck, you was mine. Why Tramp kill you? You're mine. See it. Oh fuck. Oh. How do you do it? Where are you? Come on. No! Okay, I'm killing. No! Oh, no. Henry! Why you don't have what's the name? Like a eagle eye or something like that. Oh fuck. You take my weapon. Okay. Okay, ole, obe. Yeah, so good. I said you, I suck. Very fine. Nah, I really mean that, I suck. This is just luck right now. Dude! Why are you nading? We are two guys and you are nading. Lol. Oh, camp. Hello. Oh, kill me. Don't try hard. Oh fuck. Suka bled. It's Suka. Idiot! Oh my goodness. I love it. I like the writing. Hello? Hello? Hi. How are you? Very good, and no! You? How did you kill me? I don't know. I don't have nice damage. What the fuck, man? I see you. This is first games. No. Fuck. Hey. Just die. Come on, man. Lol, he tanked the wall. Wow. That Trump good is good. Just kidding, he's hey. Not. What? Oh, so close. You like one shot. Oh. Where are you? I'm coming. See you. Oh my goodness. It's not you. Yes, it wasn't me. Lol. You mind? No, kill me! No, I'm not yours. You can pan macros? Wow, that team, oh my goodness, Warface sucks so hard. Best team balance, look at the team balance. Hello? Привет. Oh, no. What you doing? Wow. I suck. Oh, dude.
happen. Oh, oh my god. This guy thinks something. Noob. No. You? Yes. No, you. You are the bi- LOL that- No, kill me. Look at my team, they suck. Oh my god. And the others are just flashing. Noobs used. Grenade out! Lol. I don't understand this game. Why is the team balance so shit? Jesus, his brother. Oh my god. Ah, fuck. I have better pistol. Yeah, every time that noob pistols. you kill very hard, seriously. No, why are you camping up? What a noob. Don't even do a triple. Oh, give me a 4. 2 times triple in 1. Oh my god, nice. This is so bad. I want a 4. Yo, lol. Why is he doing? Oh my god. Fucking flash. Who is so many flesh? San Diego. Holy fuck. Why not triple? Lol. Heh?
why is he like, oh my god. Yeah, thank you. Nice, good job, dude. Thank you for spamming my YouTube channel. Idiot. What, why did he leave? I don't know. Ask him. Oh, you're very cool, refill man. This those three news. These have Aga. Okay, and go take bonuses. Why are you going offline? Come back. I don't wanna kill you. You mean you don't want to get killed by me? Okay. Oh no. No. Yeah, oh no. Oh no, 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 no. Mr. Bobby. Okay, I'm subscribe you. Oh my goodness, in stream my voice is very bad. Thank you for subscribing. Okay, I'm the kill. Henry, where are you? Hey, why you have a Russian name? You said you are not Russian. No, it's Ukrainian name. Oh. My last name is Poland. Oh, okay. So you like my Ukraine flag? Yes, but I'm Poland. Oh. Wow. That guy sucks. I see it. Oh, he's from Top Squad, so he's Russian. You can write him in Russian. If you can speak Russian. Oh. You know Russian? No. I know only some words. Yeah, write him. Wow, this team balance, dude. Привет. Best team balance in the world warface, look. Oh, fuck. Fire in the hole. I have many lags. Just camp. What the hell? Hey. I don't understand anything. Why so many lags? Oh. Oh my god, boo. Fuck you!
Kick that man Elito, please. Okay. He sucks so hard. Lol, everyone is like going out. He left. Fucking grenade launcher, how many? Oh my god, bro. No. Kick him. I've already tried that. Fucking camper. I need one more, but don't stay in corner, no. I'm going out. You know what? Just leave, because this community is shit. Just leave, okay? You leave. Yeah, just leave, just Alt F4. I start other room and I kick all the idiots. Don't want to play with fucking bots. Bomb protection to save you. So I'm waiting right now. What the hell?
Nesca Tomba use Mark. Bitch. Oh, spy protection again. What the hell? I think I'm going to end the stream right now and stream later. So, yeah, thank you for watching and we see us next time. Bye bye.